fast bewegen sich auf die Tür zu. Tuvok? Die Anfrage muss warten, Doktor. Die Schilde sind uns und... ihr seid... nicht... Sie sind nicht Cooper. Die Schwachen werden zugrunde gehen. Captain, wir dienen außerhalb der Sphäre, machen ihre Waffen scharf. Das Schiff der Tiere ist noch immer deaktiviert. Machen Sie alle Waffen scharf. Wir werden diese Kreaturen vernichten. Für die Tiere zurückkommen. Dafür gebracht beim Foss. Ich bin unverletzt. Aber wir sind in Gefahr. Wir befinden uns mitten im Delta-Quadrant, genau wo Cooper uns haben wollte. Wir wissen nicht, wie lange dieser Spion schon Cooper imitiert hat oder den Ausmaß seiner Taten. Ich bin jedoch recht vertraut mit den Taktiken der Spezies 8472. Wir werden die Undinen abwehren und überleben, damit wir den Alpha-Quadranten vor der erneuten Bedrohung warnen können. Endlich, ein würdiger Gegner für mein neues Schiff. Sind Sie jetzt sauer, Tuvok? Frustriert? Es war so einfach, Sie zu manipulieren. Ich werde niemals korrigieren. Lediglich meine Fehler. Willkommen beim Stream. Weitere Schiffe. Allein kann dieses Schiff sie nicht alle besiegen. Dieses Schiff hält das aus. Ich habe mehr Erfahrung mit den Undinen als sie. Sie sind extrem gefährlich. Es ist ihre Schuld, dass der Alpha-Quadrant brennen wird. Das haben wir schon viele versucht, aber niemand hat es geschafft. So,
nähern sich drei Schiffe der Anlin. Drei Kampfschiffe? Das könnte zum Problem werden. Wir halten die Stellung. Keine Anlin kommen hier durch. Wir kommen am Stream, die dazugekommen sind. Kann ich in die Dreadnought kommen, den ich platt machen muss? Oder war das? Richtigen Kampf. Es ist noch nicht vorbei, Captain. Zwei Dreadnoughts der Andinen nähern sich. Scheiße. Die zwei kann sich einer sein. Schön, Sie zu sehen, Admiral. Wir wären früher hier gewesen, aber es war eine Vossflotte im Weg. Gratulation zur erfolgreichen Mission. Nun übernimmt die Romulanische Republik. Wir errichten eine Kommandozentrale für weitere Einsätze. Ich bin sicher, dass wir Sie kontaktieren, wenn Sie gebraucht werden. Ich glaube nicht, dass die Republik dazu befugt ist. Nein, hier ist Schluss. Unsere Großzügigkeit für die Romulaner hat Grenzen. Das Klingonische Reich fordert die Dyson-Sphäre für sich. Die Sternflotte und die Republik sollten sich lieber zurückhalten, sonst... Starfleet and the Republic would be wise to keep their distance. Or else. Die Solanae Dyson-Sphäre wird von einer Allianz kontrolliert. Warum sollte diese anders sein? Oh, wollen Sie diese Aussage mit Taten unterlegen? Admiral, das Klingonische Reich hat sich sehr zurückgehalten, um diese Allianz mit den Romulanern aufrechtzuerhalten. Ich denke, es ist Zeit, Sie daran zu erinnern, was passiert, wenn eine Klingone die Geduld verliert. Bleiben Sie ruhig, Corran. Wir müssen das nicht tun. Der Kampf über die Sphäre ist keine Option. Er würde unsere Stärke verringern und den Andinen helfen. Die Voss wollten kämpfen, anstatt zu kooperieren. Sie wurden vernichtet. Wir müssen keine Feinde sein. Nun, Corran? Das Klingonische Reich wird nicht da sitzen und warten, während die Föderation der Romulaner diese mächtigen Waffen für sich selbst beanspruchen. Diese Unterhaltung ist noch nicht vorbei. Sehr schön. Und Sie, Kommandant Zarok? Die Romulanische Republik wird weiterhin die Verantwortung über Angelegenheiten in unserem Zuständigkeitsbereich übernehmen. Aber ich möchte keine Kluft in eine erfolgreiche Zusammenarbeit schlagen.
Ich lasse mich jedenfalls nicht dazu bringen, zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich zu wählen. Wir haben Abmachungen auf beiden Seiten, die wir ehren müssen. Sub-Commander Cole kennt die Einzelheiten. Ich bin Captain eines Schiffs und kein Diplomat. Sehr schön. Coopers Abgang hat meine Geistesverwirrung gelüftet. Ein Leiden, das ich gar nicht bemerkt habe. Er hat mich beeinflusst. Er hat die physischen Fähigkeiten der Undine eingesetzt, um meine psychischen Fähigkeiten der Undine eingesetzt, um meine eigenen Gedanken zu lenken. Und das Ergebnis führte zu meinem Versagen. Ich hätte seinen Einfluss erkennen müssen. Wir müssen nach vorne schauen. Was nun? Wir haben unsere Mission erfüllt und die Sprungfähigkeit der Solanae-Sphäre deaktiviert. Allerdings dabei ein Portal zu unserem Raum für die Undine geöffnet. Sie müssen nun nicht länger Reise aus dem Flüssigraum erzeugen.